Dann herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Skyline-Stadt und seine Kunde an der Let's Talk, Hashtag, Real Talk, Schnauze. Mein Sofa ist übelst zerfetzt, ich bin in absoluten Chill-Modus integriert, und wollte mal ein bisschen was labern, ich weiß, wie lange ich schon nicht mehr in die Kamera geredet habe. Übelst krass, ich muss mal das Display wegdrehen, sonst wird das nichts mehr. Habe ich überhaupt Aufnahme gedrückt? Ja, habe ich. Und zwar so ein bisschen Thema YouTube und sowas, sind immer viele sich am Äußern und immer viele am Meckern und sowas, ich mich jetzt auch mal meckern, warum ich eigentlich so wenig mehr auf YouTube so unterschiedliche Sachen mache. Früher habe ich ja immer wieder das mal reingemacht, ach, und dann kam mal ein Let's Beef und dann kam mal dies und dann kam mal das und nicht immer nur das gleiche, Folge für Folge das gleiche sozusagen, was ich jetzt zurzeit einfach mache, weil mir auch so ein bisschen, ja, das untereinander auf YouTube halt einfach so auf den Semmel geht, so ein bisschen halt, ne, und zwar, wenn jetzt auf Twitch zum Beispiel, da sind die Leute viel mehr untereinander am Helfen und am Machen und am Tun, und auf YouTube, ja, Es ist immer so ein Gegeneinander die meiste Zeit. Also ich habe viel mehr eigentlich nur so Gegeneinander als Miteinander da so gesehen. Immer die haben Stress und hier ist mal was am Fighten und sowas. Irgendwie musst du es auch machen. Du musst irgendwie sagen, hier, was weiß ich, ich hasse Apple Raw Pictures. Zum Beispiel halt, ne? Boah, jetzt weiß ich, wie ich das Video nennen kann, um Clickbait zu machen. Super gut. Ich hasse sie nicht. Das ist eine super Truppe. Die machen ihr Ding richtig gut. Ich habe leider eine Zeit lang nicht mehr reingeguckt bei denen, weil ich selber viel zu tun habe. Ich war damals einer der 150 aktivsten Follower von Abonnenten von denen. Keine Ahnung, ob die das aufgehört haben oder ob ich nicht mehr einer der 150. bin und deswegen nichts mehr bekomme auf Google Plus. Jedenfalls war das eine coole Idee und sowas. Dafür gibt es von mir einen Daumen hoch. aber so ein Miteinander ist einfach so krass schwierig. Man ist sich eigentlich eher gegenseitig am Fertig, man, ja, und der ist scheiße und die ist doof und das ist blöd und guckt lieber meine Videos anstatt seine. Und auf Twitch ist es irgendwie so, ja. Ich hatte so viel, dass Leute während ihren Streams so sagen, ja, guck doch mal beim Skyline vorbei, der ist gerade hier, ist auch ein cooler Dude und sowas. Guck doch mal da rein. Da ist keins, der sagt, ja, guckt vielleicht nach meinem Stream, sondern guckt einfach rein, weißt du? Da wird nicht gesagt, er ist nach meinem Stream oder sowas, sondern wird einfach gesagt, guckt einfach rein und peng und sowas halt, ne? Oder dann wird einfach mal gehostet und so ein Scheiß, ne? Selbst ein schönes Beispiel, Gronkh. Ein wunderschönes Beispiel. Auf YouTube sucht er sich so gut wie keinen aus. So habe ich habe es noch nie mitbekommen. Vielleicht könnt ihr es mal in den Kommentaren schroten, vielleicht vertue ich das, vielleicht habe ich es noch nie mitbekommen. Aber auf YouTube hat er noch nie so eine Aktion gebracht, wie er es ab und zu mal auf Twitch bringt. Ab und zu sucht er sich einfach mal einen Streamer raus, lässt seinen Stream bei sich laufen, also als Bild sozusagen laufen, während er selber halt noch streamt. Und dann gehen die Leute rein und sind da auch mit am Start bei dem Typen halt und sowas, ne? Und das hat er selber auf YouTube noch nicht gemacht. Er hat noch nicht so gesagt, yo, guck mal hier auf diesen Kanal habe ich gefunden und sowas, guck doch mal da rein und so ein Blödsinn. Das nicht? Also habe ich noch nicht mitbekommen, keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich da jetzt auch. Aber auf YouTube ist es viel leichter, unterschiedlichen Content anzugucken von zwei verschiedenen Personen, als auf Twitch. Und trotzdem herrscht auf Twitch eine viel stärkere Gemeinschaft, ein viel stärkerer Zusammenhalt, auch was die Zuschauer anschafft und sowas geht. Ein viel aktiveres Dabeisein, also auch Regelmäßigkeiten von Leuten, die dabei sind und sowas. Es sind zwei verschiedene Welten, die darf man nicht so großartig mit vergleichen, aber das eine ist halt hochgeladenes Gedönse, das andere ist halt Live-Gedönse. Aber trotzdem, es ist leichter, aktiver eigentlich in einem auf YouTube zu sein, auf meinem YouTube-Kanal zu sein, weil du jederzeit reingehen kannst. Du kannst jederzeit da reingucken. Du kannst jederzeit einen Kommentar da lassen. Du kannst jederzeit ein Dislike da lassen oder ein Like da lassen. Du kannst aber auf Twitch kannst du nur dann, wenn ich gerade streame. Natürlich, du kannst dir die früheren Übertragungen angucken und sowas. Aber das ist irgendwann was, ich glaube, das macht gar keiner. Frühere Übertragungen angucken, das ist eigentlich eher so, weiß ich nicht. Oh, ich bin auch geil. Oh, aufgestellt. Oh, ich habe auf dem Sofa gepennt.
Ja, und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich so ein bisschen den Lust an YouTube verloren habe. Deswegen ich dann so einige Zeit lang auch gar nichts gemacht habe in der Spätschichtwochen. Es ja wirklich komplett dicht gemacht habe. Dass ich wirklich gesagt habe, nee, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich habe ja ein bisschen Lust dazu gefunden. Hat man auch in den letzten Videos auch bemerkt und sowas. Hat mir auch entschieden, mal ein anderes Schneideprogramm jetzt zu holen. Ja, und vielleicht könnt ihr mir ein bisschen helfen. Ich will nächstes Jahr eine neue Ausbildung anfangen und da könnt ihr vielleicht eure Hilfe gebrauchen. Ich will nämlich ein Cutter werden. Boah, ich möchte gerne Cutter werden. Richtung ja, Videobearbeitung und Videoschneiden und sowas. Effekte, bla bla und sowas. Gibt es da ein Ausbildungsstudium, sowas? Das könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schroten, da brauche ich auch mal eure Hilfe. Ja, das ist das halt im Endeffekt. Ja, das ist was mich am meisten an der Gemeinschaft von YouTube so aufregt. Natürlich ist natürlich auch so hier und da vorhanden. Aber ich weiß noch, auf YouTube gucken die größeren YouTuber natürlich auf die Zuschauerzahl. Ach, der hat nur so und so viel. Ja, gut, weiß ich nicht, bla bla. Selten kommt dann mal auch einer, wo dann wirklich mal gesagt hat, okay, der Content gefällt mir. Aber ich habe so oft, dass auch so größere Streamer einfach irgendwo sind drin. Ich habe von meinen anderen Streampartnern hier, von Roxik und hast mich gesehen, immer mal wieder so Leute gehabt, die gesagt haben, ey, da war ein riesen Streamer bei mir, der hat mich gehostet, den kannte ich gar nicht, bla bla. Das hast du auf YouTube nicht. Keiner von den großen Leuten, auch Apple Pictures, hi, wird auch nicht sagen, yo, guckt euch diesen Stream an, bla bla. Dass ich das jetzt in diesem Gammel muss, ich habe mir viel überlegt, war gestern auf Kampfkassler Anime Fantreffen, habe dann meinen Workshop gehalten. Wollte eigentlich da das Video drehen, wäre vielleicht noch eine coole Atmosphäre gewesen. Aber ja, die Kamera war leer. Beide. Doof. Gelaufen. Noch was sagen, was ich mich noch aufrege. Worüber ich mich aufrege bei Twitch, ganz ehrlich, ist ganz einfach, die Leute, du bist in einem Stream, also du guckst rum, weißt du sich, zum Beispiel Rocket League, du guckst rum, was für den Rocket League, aha, hier, guck mal, ja, dann siehst du auch, man hat einen Zuschauer, gut, geh ich halt rein, ne? Geht rein, sagt Hi. Das war's. Der ist weg sofort wieder. Auch wenn du sofort Hi zurück sagst. Du hast natürlich mindestens 30, also bis zu 30 Sekunden hast du natürlich dann auch ab dem Zeitgedönsi sie halt, ne? Und das war's. Du sagst sofort, ja, hi, na, wie geht's? Neuer Chico, neuer Chica, oh, voll cool, dass du hier bist, bla bla. Aber dann ist der weg. Dann wird es nicht mehr. Was denken sich die Leute dabei? Was ist deren Hintergedanke bei der ganzen Aktion? Wenn die sehen, okay, er hat nur einen Zuschauer gerade. Okay, da werden mich jetzt bestimmt nicht 15 Leute anschreien und sagen, hey, schön, dass du da bist. Das ist auch so dumm. Keine Ahnung. Und ja, das ist jetzt mal so ein kleines Real Talk-Video hier von mir gewesen. Keine Ahnung, ob ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Ja. Ansonsten, die nächsten Projekte, die noch anstehen, sind jetzt Titanfall 2. Und ich wollte mal was anderes außer Shooters bringen. Und habe mir gedacht, dass ich zwischendurch auch mal Night of the Rabbit bringe. Vor allem, weil ich demnächst auch Urlaub habe. Da werde ich wahrscheinlich auch mal wieder ein bisschen aktiver auf YouTube sein, wird mal hier und da mal ein bisschen was anderes machen. Und ja, dann, ja, keine Ahnung, bedanke ich mich erstmal soweit fürs Zusehen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und alles andere, was ich euch gefragt habe, könnt ihr auch mal in die Kommentare schroten. Wäre super nice ein Scheiß. Gut. Ja, also dann bedanke ich mich wieder soweit fürs Zusehen, wie immer unten in der Infobox mit allen Links und Informationen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Ciao!